Willkommen zurück im Jahre 2028 oder 29. Genau kann ich es leider nicht sagen. In der Nähe von Los Angeles. Bei Terminator Resistance. Kein Bock mehr auf Speedruns. War gerade super frustrierend. Erinnert mich bitte dran, dass ich mal versuche bei Mystic Quest auf Full Stamina zu gehen. So, wir können mal ein bisschen gucken, wie hier gerade bei uns aussieht. Aber ich würde mal sagen, wir sind sehr, sehr gut bewaffnet. Der patrouilliert da irgendwo ganz, ganz seltsam. Oh. Nicht so praktisch gewesen. Wir sollen hier ein paar Bilder schießen für den Widerstand. Und sollen dafür diese Basis einmal infiltrieren. Das ist eine Sidequest, die ich einfach mal ausprobieren möchte. Gesundheit 85%. Oh, das sieht aber echt freundlich aus hier. Ich glaube, in die Richtung haben wir zum Glück nichts mehr. Die haben wir schon beseitigt. Ach, das sind die Raketenwerfer, die da am Raketen werfen. So, hacken wir uns mal in das System rein. Okay, das war schon mal sehr geschmeidig. Goodie. Ah, da ist dieser Fette. Den habe ich wiederum gänzlich vergessen. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie der hier geht. Das ist sehr praktisch. Den werde ich mir gleich vorknöpfen, wenn er hier vor der Tür steht. Da geht ein Weg runter. Von da unten entlang. Geht er hier lang. Dann gleich hier hoch. Nee, der macht da noch so einen Bogen. Okay. Wichtig ist nur, dass wir den hier, was ist das, den HK-47 nicht erwischen. HK steht nebenbei für Hunter Killer. Auch erst neu gelernt. Hier muss doch irgendwo gleich eine Treppe hochgehen für ihn. Ach so, hier geht er jetzt hoch und dann geht er den Weg hier entlang zurück. Verstehe. Okay. Einfach ruhig und geschmeidig sein, dann geht das schon. Nebenbei, der ist riesig. T, Entschuldigung, das ist der T-47. Nicht der HK-45. Entschuldigt diesen Fauxpas. Alles gut. Alles gut. Genau so im etwa wollte ich es haben. Ah. Okay, beim Geschützturm muss ich nochmal ein bisschen abwarten, bis er in die richtige Richtung guckt. So zum Beispiel. Und dann hacke ich mich in den hier rein. So. Dann haben wir zumindest schon mal einen Freund mehr auf meiner Seite. Perfekt. Nishida haut sich hin. Alles klar. Hab eine gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen und für deine ganzen Raids. Für deinen Raid, sage ich. Für den ganzen, Hallos. Subs, für deine Geschenksubs. Super lieb von dir gewesen. Lass sie mal das lieber nachladen. So, wo haben wir die nächsten? Da oben ist einer, da ist der Fette. Fette kommt hier aber nicht entlang, oder?
Aber da haben wir einen Geschützturm. Den hacken wir uns ebenfalls. Einfach alles mitnehmen, was geht. Sehr gut. Weil das schießt uns dann zum Schluss nicht mehr in den Rücken. So, den Geschützturm haben wir auch. Jetzt haben wir nur noch den da oben. Der da oben wird, glaube ich, ein bisschen tricky. Besonders, weil da unten noch der Hunter-Killer unter... T-47 rumläuft. Wie guckt der denn überhaupt? Ach, der guckt gar nicht darüber. Das ist perfekt. Das ist echt perfekt. Das heißt, wir haben nur noch den Fetten da unten, der uns gefährlich werden könnte. Aber auch den haben wir jetzt gut umgangen. Perfekt. Sehr schön. Dufter Typ, Meisterhacker. Nein! Nein! Och, das war doof. Jetzt geht's. So. Das Ziel... Oh, oh. Oh, boy. Der hat einen riesengroßen Blickwinkel. Aber macht nichts. Wir springen hier runter. Oh, weia. Was war das denn? Schießt der einfach auf gut Glück? Tatsache. Der schießt auf das Ding hier. Bin nicht so geil. Was hat er denn da gerade eben versucht abzuknallen? Okay, das hacke ich hier auch nochmal. Welches Geschützturm? Was? Wo hat der denn jetzt hingeschossen? Bin ich ja hart verwirrt. Ah, da oben hat er hingeschossen. Okay. Okay. Ah, ach ja, stimmt. Der Terminator hatte ja irgendwie die Möglichkeit, hier runterzugehen irgendwo. Wo war denn das? Hier nicht. Hier war das nicht. Hier muss das gewesen sein. Ja, perfekt. Gut, und hier haben wir auch die Hauptkonsole. Mit all den ganzen Spielereien, die wir brauchen. Die wir möchten. Planet Energiebehälter. Bevor hier irgendwas kaputt geht, lieber mal... Mal ein bisschen schauen, aber gut. Wir können uns hier einfach reinhacken. Oh, knapp. Aber Terminal offline, System überlastet. Oh, feier. Raus hier. Ui. Hm.
Gut, ja, Problem ist immer noch, wir haben das fette Ding da vor der Nase. Und die Frage ist, wie kommen wir an dem vorbei? Wir könnten versuchen, uns hier lang zu schleichen. Da ist noch ein. Achso, nee, zurück nach Pasadena. Zurück nach Pasadena. Finde einen guten Aussichtspunkt, hieß es. Achso, die Quest heißt zurück nach Pasadena. Pasadena, sorry. Oh nein. Ah, nee, noch ein Stück. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen dem Fetten. Weil nicht, dass der uns hier gleich noch echt Ärger macht. Naja, der guckt jetzt in unsere Richtung. Das ist uncool. Aber egal, er kommt ein bisschen näher. Soll er ruhig machen. Soll mal schön an uns vorbei wandern. Wo schießt der denn jetzt schon wieder hin? Weia. Gut. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Würde ich sagen. Und der ist nicht fett, der hat nur schwere Metallknochen. Ja, der ist als kleiner Roboter in den Zaubertrank gefallen. Ich grüße dich, Powerlord. Hallöchen. Oh. Wo kommst du denn plötzlich her? Oh, weia. Was zum? Irgendwas schiebt da drüben richtig Terror. Oh. Noch ein T-800. Ich mag die Dinger nicht, ne? Die. Scheiße. Der hat gerade einen Freund geholt. Ruhig bleiben. Schön ruhig bleiben. Boah. Okay. Beware. Okay. Will mir das irgendwas sagen? Ich sehe. Doch, da drüben sehe ich einen. Da ist ein T-800. 808. Einer mit Flammenwerfer.
noch ein bisschen uncooler. So, hier haben wir aber auch nochmal die Möglichkeit. Ah, Jennifer's Haus. Die Kreide. Hier gab es ja auch nochmal eine Nebenmission. Wir sollen für den kleinen Tommy, oder wie auch immer der hieß, sollen wir die Kreide holen. Vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht. Haben wir die Möglichkeit, einen der Termis ein klein wenig einzuäschern oder so. Wenn er sich in der Nähe vom Plasma... Da kommt gerade einer. Und Schuss. Geschafft. Einer ist weg. Und zwei kommen nach. Oh. Oh oh. Der hat mich gesehen. Die haben mich auch jetzt gesehen. Scheiße. Nimmt der einen Weg runter? Zum Glück nicht. Oh weia. Alles ist gut. 100%. 100%, okay. Das bleibt so spannend. Weil ich hier natürlich auch versuchen muss, so gut es geht, mit dem bisschen Munition auszukommen, was ich habe. Hier komme ich auch in den Keller. Ich sehe hier sonst nichts. Everyone is welcome here. Das glaube ich nicht. Terminatoren sind nämlich hier nicht willkommen, das weiß ich. Okay. Gehen wir mal in den Keller. Da drüben sind Dinge. Ah, hier ist eine Tür. That's Jennifer's father. Poor guy. Oh. Das ist echt hart. Der Rucksack ist voll. Aber wir können zumindest ein paar Teile hier noch mitnehmen. Und speichern. Speichern ist auch sehr wichtig. Werkzeug. Was haben wir hier? Sprengstoff. Haben wir... Oh ja, sehr gut. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Das ist gut, weil dann können wir nämlich doch nochmal einmal unseren Rucksack erweitern. Dann haben wir auch das Problem mit den... Erstmal nicht mehr mit Inventar voll. Müssen noch irgendwo abgeschlossene Türen sein. Hier ist eine. Ja. Tür Nummer 1. Haben wir hier? Ein Kram, eine Menge. Liebe Jennifer, ich hatte Angst davor, das Thema wieder anzusprechen, weshalb ich beschlossen habe, diesen Brief zu hinterlassen. Ich hoffe, du findest ihn auch. Ich glaube nicht, dass du und dein Bruder im Haus noch sicher seid. Etwas ist mit Ed, etwas bei Ed nicht mehr in Ordnung. Und wir haben Angst, dass er euch etwas antun könnte. Er ist nicht der Mann, der er mal war. Wir werden morgen gehen. Und ich denke wirklich, ihr solltet mit uns kommen. Wir werden bis zum Sonnenaufgang auf euch warten. Ich schreibe dies nur mit der besten Absicht und hoffe, du verstehst das. Passt auf euch auf, Rose. Klingt irgendwie nicht so, als wären die groß freiwillig abgezogen.
Nein! So, wessen Haus haben wir hier? Oh, erstmal die Taschenlampe aus. Weil da vor der Haustür spazieren nämlich ein paar Thermis durch die Gegend. Das. Fertigkeitsbuch? Fertigkeit bekommen. Hey, Germinator! Grüß dich! Sei mir gegrüßt. Ja, wir sind hier gerade eben in dem Haus von Jessica, der Netten, mit der wir die ganze Zeit schon unterwegs sind oder waren, und suchen Kreide. Leere Kreidepackung. Where's the rest? Is that a map to your hiding place, Patrick? Och nö. Jan and Dad? In dem Bus zwischen den beiden Häusern. Nee. An dem Bus vorbei? Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Wahrscheinlich ist das hier der Bus. Oh, das ist aber echt gefährlich. Und dann dort in dem Gebäude wahrscheinlich? Er hat sich aber ganz schön weit rausgetraut, der Junge. In dem Haus daneben, in dem hier? In dem links daneben oder in dem rechts daneben? Oder in dem hier? Das ist ja auch noch eins. Boom. Aber nee, das ist einfach nur eine ganz normale Kreuzung. Danke für dein Follow. Guter Germinator. Ach hier, leider voller Überraschung. Wird mir auch direkt angezeigt. Es liegt ja zum Glück auch mehr oder minder genau auf dem Weg. Und wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Und da sind wir gekommen, glaube ich. Nee. Ja, hast du, glaube ich. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Ist dein Follow verschwunden? Gut, wir haben Hinweise für die Kreide. Dann wollen wir hier nochmal kurz abspeichern. Und mal uns um das Terminatorenproblem da draußen kümmern. Warte mal, in dem Raum war ich glaube ich noch nicht, ne? Doch, war ich. Hier ist die Treppe. Aber ich habe mich hier noch nicht umgeguckt. Seht ihr mal. Gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Oder lang gegangen bin. Sonst hätte ich diesen ganzen wichtigen Elektroschrott nicht gefunden. Komme ich auch noch nach oben? Frage ist nur, ob das so klug ist, weil da immer noch der T47 rumgeistert. Ja, war klug. Ich finde, das war klug. Hauptsache geduckt bleiben. Sind wir nicht von hier reingekommen? Nee, sind wir nicht. Ich habe eine neue PB aufgestellt vorhin. Mystic Quest für den Game Boy. Aber dann bei dem... dann hat es mich dann doch irgendwie getiltet. Und dann habe ich gesagt, komm, das wird nicht mehr besser. Zumindest nicht mehr heute.
Er steht gleich wieder auf, keine Sorge. Im Golden Kompass sind die... Was sind die Bewegungen der Charakters und die Wölfe das Problem? Das ist soweit ganz gut, weil der muss jetzt in den Nahkampf gehen. Nahkampf ist mir egal. Der wiederum muss nicht in den Nahkampf gehen. Oh nein, der hat mich gehört. Oh. Uff. Der hat nämlich zwei Waffen, das ist richtig kacke. Permanente mit zwei Waffen ist nie gut. Also das Haus, was ich suche, da ist der Bus. Und da 66 Meter entfernt. Wo war er? Da ist der Termi. Da ist der große Termi. Den habe ich zum Glück schon außer Gefecht gesetzt. Den habe ich terminiert. Trollolol. So, wo ist denn hier der Eingang in das Haus? Oh. Oh, und Silberfische? Euer fucking Ernst? Nein! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ah! Lauf! Och shit, ey. Ich wollte Heilung drücken. Oh, wie ich mich hier jetzt gerade von der Steuerung trollen lasse. Oh, fuck, ey. So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Das ist doof. Das Doofe ist halt eben einfach. Bitte, 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 bleib wieder da stehen. Bleib einfach wieder da stehen. Oh.
Das Doofe, ich habe nicht viel Munition. Und er hat deutlich mehr davon. Und wenn dann noch der Große dazukommt, dann bin ich richtig gelackmeiert. Und die Silberfische auf der anderen Straßenseite machen die Sache jetzt auch nicht viel besser. Wisst ihr was, ich versuch's einfach mal. Versuche ihn ein bisschen in die Irre zu führen. Hat nicht geklappt. Naja, geht so, ne? War doch eigentlich ganz gut. Würde ich sagen. So, gegen die Silberfische muss ich hier diese Dinger nehmen. Oh. Meine Heilung schon wieder so dermaßen im Keller. Achso, nee, nachladen. Ach, scheiße. So, wo sind denn die? Keine Sil... Doch. Da ist ein Silberfisch. Da ist der Aussichtspunkt. Und da ist das Geheimversteck. Ist nur ein Silberfisch? Nee, ist es nicht. Es sind mehrere. Das war nicht weit genug entfernt, schade. Aber okay. Weniger greedy, mehr Geschick. Ah. Oh, hätte ich das eher gewusst hier. Dann wäre ja alles mega gut. So, gucken wir noch mal ein bisschen rum. Alter, wie hat der Junge das denn hier, hier hingebracht? Also nein, hingebracht mit dem ganzen Lärm. Vielleicht gab es diesen Lärm aber auch noch gar nicht, als er da war. Das kann ja auch sein. Ein bisschen das Licht anmachen. Wenn man sich hier umguckt. Handelsressourcen. Richtig dick Munition. Munition ist immer gut. Ich will auch so mit zwei Waffen rumlaufen wie die Thermis. Voll unfair. Ein bisschen Sorge. Ah. Okay, der Kleine war auch schon dort unten und hat gespielt. Das heißt, dort unten
wird es auch sicherlich einen Weg nach oben wieder geben. So, einfach mal hier nebenbei noch ein bisschen die Sidequests mitmachen. Was tut man nicht für den kleinen Racker? Das ist die Kreide? Ne, das ist ein Schrott, ne? Hat ja aber ganz schön viel bemalt, aber das heißt zumindest schon mal, wir sind hier sehr, sehr richtig. Ich glaube, hier können wir es riskieren, um wieder mit dem Licht durch die Gegend zu laufen. Alkohol. Mein Lieblingsgetränk. Stoffe. Sonst nichts. Außer sehr viel Fantasie von einem kleinen Jungen. Wie er sich die Welt vorgestellt hat. Vor der Vernichtung der Menschheit. Mal kurz einen Blick. Nicht, dass der T-47 mir hier gleich Löcher durch die Decke jagt. Müsste irgendwo da drüben sein eigentlich. Und dann sind wir hier relativ safe. That's quite an imagination you've got there, Patrick. Naja. Sag mal, zumindest hat er noch die Fantasie. Okay, that should do. Ja, Freude! Freude, Freude, Freude. Dann haben wir hier auch gleich. Oh Gott, ich dachte gerade, hier steht wieder ein Termi. Haben wir auch gleich wieder den nächsten Punkt erreicht. Von dem aus wir uns Skynets Verteidigungslinie angucken können. Es geht bergauf. Die Moral unserer Gemeinschaft ist nicht mehr so gut, seitdem Ed beschlossen hat, das Heiligtum zu verriegeln. Ein neuer Gruppenzugang soll die Stimmung etwas anheben. Zumindest hoffe ich das. Ihr Name ist Erin und ich denke, wir haben viel gemeinsam. Sie ist Ärztin und ich halte mich für eine Art spiritueller Heiler, weshalb ich denke, dass wir gut zusammen auskommen. Ich muss daran denken, sie zu fragen, was sie getan hat, als die Bomben einschlugen. Ich wette, sie hat eine großartige Geschichte darüber zu erzählen. Ah. Und sowas mag ich halt, ne? Wenn das solche Spiele sind, die vor allem mit diesen kleinen Side-Stories dozieren. Mission aktualisiert. Aber hier sind wir doch jetzt durch. An der Stelle. Oder nicht? Nee. Achso, das Ding muss ich fotografieren. Nee, ich muss alle drei, ne? Okay. Got it. So, eine Position noch übrig. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Gegner gespawnt, also respawnen oder so. So, wo dürfen wir als nächstes hin? Darüber. Das heißt, hier entlang. Bove ist natürlich... Wo war denn das? Ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, ne? Hier sind wir rumgelaufen. Wo sind wir denn jetzt gekommen, verdammt?
Ich bin gänzlich verwirrt. Oh, was haben wir hier noch? Keine westlicher Außenposten. Wollen wir den Außenposten machen? Ich glaube, das frage ich euch in einer kleinen Pause. Bis gleich.